Zombie Apocalypse. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Notruf 2 mit dem kostenlosen DLC Freiwillige Feuerwehr. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich starte direkt rein in eine Ausbildung. Ihr seht ja gerade, ein Handy ist aufgeploppt. Wir bekommen jetzt erstmal den Vorschlag von T. Meyer, Freiwillige Feuerwehr Mülheim. Ob ich meinen Lehrgang fortsetzen möchte, beziehungsweise am Lehrgang teilnehmen möchte. Ich mache einfach mal okay. Ich würde mir aber vorher gerne mal mein Haus anschauen. So, also erstmal gucken, was man alles hier machen kann. Also, wir haben erstmal ein paar Räume. Ich bin der Paule. Ich habe hier meine kleine große Dachgeschosswohnung. Hier habe ich mir nichts Besseres einfallen lassen können, also das sah wirklich so am besten aus. Also anders hätte ich das gar nicht machen können mit der Gardine hier. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, wenn man reinkommt. Ja, ansonsten große Glotze habe ich. Ich habe ein paar Räume. Ich kann hier die Tür aufmachen. Hier komme ich ins Badezimmer, auch riesig. Ich wohne hier alleine. Ja, ja, das ist krass, ne? Ist wirklich eine richtig tolle Wohnung. So, hier zum Nachbarn komme ich nicht. Das ist hier nämlich der Dachboden, der genau gegenüber meiner Wohnung ist. Habe ich Schlüssel? Warte mal, ich brauche mein Auto. Mein Autoschlüssel. Ach, hier. So. Gut, dann Tür abschließen und dann können wir los. Gut, Leute. Ich bin gespannt, was heute auf uns zukommen wird. Also wir starten jetzt einen Lehrgang. Ich denke mal, das wird Truppmann 1 sein, ne? Schätze ich mal. Aber guck mal, ich bin gerade richtig, richtig gespannt darauf, auf dieses DLC. Powered by Crynetic unter Aerosoft. Das ist unsere Karre. Gleich mal zumachen. Ich habe heute frei, übrigens, ne? Deshalb kann ich jetzt auch hier ins Gerätehaus fahren gerade. So, Steuerung ist ganz normal, auch wie bei der Berufsfeuerwehr. Mit der Taste M auf der Tastatur kann man die Fahrzeuge starten. Mit 4 hat man Licht. 1 ist super. So, dann fahre ich einfach mal rechts jetzt rum. Das Navi haben wir auch wieder. Das sagt uns, wo wir hinfahren müssen. So, die Innenkamera ist auch so geblieben. Sieht eigentlich auch aus wie das Polizeiauto 1:1. So, Warnblinker können wir anmachen. Also es gibt so manche Funktionen im Auto, die man auch hier aktivieren kann. Das finde ich cool. Das ist schön gemacht auf jeden Fall. Ach so, das Gerätehaus ist ja auch hier schon gleich. Das ist ja auch cool, ne? Aha, guck mal. Das ist quasi genau um der Ecke. Hier ist das große. Ich fahre mal vorne rum. Ich habe gerade gesehen, man kann auch hinten lang fahren. Da ist so eine Schranke. Und man kann durchaus auch von der anderen Seite hier so rumfahren. Dann müssen wir, glaube ich, parken bestimmt, ne? Boah, das ist ja riesig. Das ist ja ein riesengroßes Gelände. Das ist eine Freiwillige Feuerwehr. Wahnsinn. Das ist krass. So, dann wir aussteigen erstmal, ne? Dann gucken wir mal, wo T. Meyer sich gerade aufhält im Gerätehaus. So, abschließen einmal. So. Und dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Also hätte ich jetzt die Autos nicht gesehen in der Fahrzeughalle, würde ich wirklich meinen, bin ich in einer kleineren Berufsfeuerwehr? Weil das sieht so ein bisschen danach aus, ne? So gefühlt hier. Auch das Treppenhaus, das ähnelt ganz stark der Berufsfeuerwehr. Auch die Büroräume. Ach, guck mal hier, große Terrasse. Das ist was anderes hier, wie in der BF. Die Räume kann ich mir auch später angucken. Ich glaube, wir sind hier doch mal ein paar Tage öfters unterwegs. So.
Schulungsleiter. Okay, dann sprechen wir mal, was der Schulungsleiter uns sagen möchte. Ah, hallo. Schön, dass du hier bist. Mein Name ist Thorsten. Ich bin Hauptbrandmeister und koordiniere hier die Ausbildung der Anfänger. Es freut mich sehr, dass du dich hier angemeldet hast. Fähige Leute können wir immer gebrauchen. Bevor du aber in einem Einsatz mit anpacken kannst, musst du erst einige Grundlagen lernen. Sollen wir direkt starten? Also würde ich sagen, ne? Wir starten direkt rein. So, am nächsten Lehrgang teilnehmen. Ja. Du kommst genau richtig. Ab sofort kannst du an einem neuen Lehrgang teilnehmen. Truppmann 1. Machen wir. Alles klar. Beginnen wir erstmal mit etwas Theorie. Bevor wir anfangen, du hast deine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung abgeschlossen und den Nachweis schon vorgelegt. Richtig? Gut. Dann können wir direkt loslegen. In Deutschland gibt es verschiedene Arten von Feuerwehren. Angefangen bei der Berufsfeuerwehr, über Werksfeuerwehren, bis hin zu uns, den Freiwilligen Feuerwehren. Was sie alle verbindet, ist der allgemeine Auftrag der Feuerwehren. Diese besteht aus den 4 Teilen: das Löschen, Schützen, Retten und Bergen. Als Feuerwehr ist es unser Ziel, Menschen und Tiere, aber auch Sachgegenstände aus Notlagen zu retten und vor Gefahren zu schützen. Neben der Brandbekämpfung als Kernaufgabe übernehmen wir dazu auch komplexe technische Aufgaben, wie das Bergen einer eingeklemmten Person nach einem Autounfall. Damit die Feuerwehren ihre Aufgaben auch effektiv erfüllen können, ist eine gute Ausbildung und das richtige Equipment nötig. Die nötigen Mittel hierzu werden von Gemeinden, Landkreisen und Bundesländern gestellt. Da wir gerade von den Einsatzmitteln sprechen, schlage ich vor, dass wir uns direkt mal anschauen, welche Geräte wir hier zur Verfügung haben. Geh nach unten in die Fahrzeughalle. Dort wartet Rainer auf dich, um dir unsere Einsatzfahrzeuge zu zeigen. Ich wollte jetzt nicht dazwischen reden, aber ich wollte sowieso noch fragen, darf ich mir mal die Einsatzfahrzeuge anschauen? Also, bin ich also der Paule, der noch nichts hat, weiter außer einer erweiterten Erste-Hilfe-Lehrgang oder Schulung. Und wir machen jetzt den Truppmann 1. Das ist geil. Das ist Rainer. Da bist du ja. Ich soll dir heute unsere Fahrzeuge und einige Geräte zeigen, die wir am häufigsten bei Einsätzen verwenden. Unsere Fahrzeuge sind ja bestimmt schon aufgefallen. In Deutschland gibt es über 20 verschiedene Typen von Einsatzfahrzeugen, wobei jedes Einsatzfahrzeug individuell nach Anforderungen und der Örtlichkeit angepasst werden kann. Da haben wir zum einen unser HLF, hier rechts von mir. Die Abkürzung steht für Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug. Wobei mir persönlich HLF dann doch lieber ist. Erstmal ist für dich nur wichtig, dass dieses Fahrzeug viele Geräte zum Löschen, aber auch für die technische Hilfeleistung transportiert. Okay, das ist das HLF. Da jede Feuerwache andere Örtlichkeiten und Herausforderungen hat, sind die meisten Feuerwehrfahrzeuge Spezialanfertigungen. Ein Fahrzeug wie dieses hier kostet schnell mehrere hunderttausend Euro. Das und die Größe sind auch der Grund, weshalb sie nur mit einem passenden Führerschein gefahren werden dürfen. Wenn du dich ranhältst und aktiv dabei bist, lässt dich der Ortsbrandmeister vielleicht den Maschinistenlehrgang mitmachen. Dann zeige ich dir, wie man dieses Fahrzeug fährt. Aber machen wir erstmal mit den Grundlagen weiter. Das hier ist unser TLF 3000. TLF steht für Tanklöschfahrzeug. Wie der Name schon verrät, beinhaltet dieses Fahrzeug einen großen eingebauten Tank. Die 3000 ist die Menge an Wasser in Litern, die das TLF mitführt. Ach, das ist schon Wahnsinn, ne? Hier Lendner, TLF 3000, HLF 2060 von Ziegler. Die sehen richtig gut aus, muss ich wirklich mal sagen jetzt an dieser Stelle. Unser TLF kann für kleinere Einsätze eigenständig ausrücken und eingesetzt werden, dient aber bei großen Einsätzen vor allem zur Unterstützung des HLFs. Bevor wir die Fahrzeuge gleich auf den Hof fahren und uns anschauen, was alles genau drinsteckt, ziehen wir uns erstmal um. Komm mit zu unserem Umkleideraum. Habt ihr denn schon passende Sachen für mich? Oder sind die jetzt alle einheitlich groß? Endlich mal. Jeder Feuerwehrmann erhält eine persönliche Schutzausrüstung, die eine der wichtigsten Aufgaben übernimmt. Den Schutz der Einsatzkraft vor Gefahren am Einsatzort. Die Grundausrüstung setzt sich aus einem Feuerwehrhelm, dem Feuerwehrschutzanzug, den Feuerwehrschutzhandschuhen und den Feuerwehrstiefeln zusammen.
Ich dachte gerade, der fährt ohne uns. Die Ausrüstung muss bestimmte Normen erfüllen. Unter anderem darf der Stoff nicht brennbar sein und muss einen Hitzeschutz gegen eine gewisse Temperatur über eine vorgegebene Zeit bieten. Nach jedem Einsatz muss dann diese Ausrüstung ordentlich gereinigt werden und sie ist stets in gepflegtem und einsatzbereitem Zustand zu halten. Rüste dich aus, dann treffen wir uns gleich auf dem Hof vor der Fahrzeughalle. Ich fahr schon mal das Auto raus. Okay, Rainer, dann machen wir das. Ich zieh mich mal schnell um, das ist auch gleich hier mein Spind. Klamotten sind an und dann können wir also schon uns die Fahrzeuge genauer anschauen. Ich habe noch nicht mal eine Ausbildung, aber die zeigen mir wirklich gerade Stück für Stück alles, was wichtig ist. Das finde ich so erstaunlich gerade, wie das funktioniert hier, ne? Ich frage mich halt nur, also es sind jetzt zwei Autos hier drin, ne? In der Freiwilligen Feuerwehr im DLC. Was ist mit den anderen beiden Stellplätzen hier? Kommt da noch was zu? Ich bin gespannt. Wirklich. Das sieht doch super aus. Dann schauen wir uns jetzt mal das HLF im Detail an. Okay, das HLF erstmal. Neben allerlei technischen Geräten, die du später noch kennenlernen wirst, finden wir auf dem HLF alles, was man zur Brandbekämpfung braucht. Ich helfe dir mal schnell, ne? Bis hin zum Herzstück dieses Fahrzeugs, der Löschwasserpumpe. Die meisten Brände werden mit Wasser gelöscht. Um dieses einfach und effektiv einsetzen zu können, haben wir hier verschiedenste Armaturen zur Wasserentnahme, Wasserförderung und Wasserabgabe. Lass uns direkt mal eine Löschwasserversorgung aufbauen, bevor dir noch langweilig wird. Wir gehen gemeinsam die einzelnen Schritte durch. Starten wir mit der Wasserentnahme. Hier in Mülheim und in allen deutschen Städten bekommen wir unser Löschwasser hauptsächlich durch Unterflurhydranten. So, Standrohr aufbauen. Na, machen wir natürlich. So, Hydrantenschlüssel haben wir, den setzen wir an und können den Unterflurhydrant dann benutzen. So, hier, pass auf, öffnen. Jetzt wird ein Standrohr angeschlossen, um das Wasser aus dem Hydranten zu fördern. So, dann einmal das Standrohr. Sehr schön. Danach geht es am Fahrzeug weiter. Okay. So, ich brauche den Hydrantenschlüssel noch. Den müssen wir doch hier verbinden, dass wir dann auch das Wasser aufdrehen können. So, was kommt jetzt? Jetzt verbindest du ein sogenanntes Sammelstück mit der Pumpe. Dies ermöglicht die Wassereinspeisung durch einen Hydranten. Mhm. B-Schlauch. Und als letzten Schritt verbindest du das Standrohr mit dem Sammelstück durch einen B-Schlauch. Okay, dann machen wir das. Gar nicht so schwer ja eigentlich, ne? Verbinden wir mit dem Standrohr. Vom Standrohr zum HLF. Du bist ja schon richtig fit in dem Thema. Gute Arbeit. Das B steht übrigens für den Durchmesser des Schlauchs. Die Größen sind nach Alphabet sortiert, wobei A der Schlauch mit dem weitesten Durchmesser ist. Verbunden werden Schläuche mit Kupplung, die es ebenfalls in diversen Größen gibt. Die Kupplungen verbinden auch die Schläuche mit den wasserfördernden Armaturen. Okay, gut zu wissen. Nehmen wir als Beispiel das Sammelstück. Es verfügt über eine A-Kupplung auf der einen und zwei B-Kupplungen auf der anderen Seite. Damit konntest du den B-Schlauch vom Hydranten mit der A-Kupplung der Pumpe verbinden. Jetzt kennst du schon mal eine Möglichkeit, an Löschwasser zu kommen und dieses zum Fahrzeug zu führen. Fehlt noch die Löschwasserabgabe. Um nun eine Armatur zur Wasserabgabe anzuschließen, verwenden wir einen Verteiler. Hol einen und verbinde ihn mit einem weiteren B-Schlauch mit der Pumpe. Das werden wir machen. So, ach gut. Ist das auch ein Schnellangriffsverteiler oder liegt der da bloß alleine drunter? Oh, das Halligentor liegt auch gut. Oh, das ist nicht so schön, glaube ich. Wenn das da mal rausknallt. Schön gegen das Schienbein oder so. Das macht richtig Autsch.
So, dann jetzt noch ein B-Schlauch. So, den legen wir hier ab, rollen den aus, verbinden mit Verteiler. Und mit der Pumpe. So. Das ist der Abgang. Hier ist der Verteiler. Ab diesem Punkt können bis zu 3 Armaturen zur Brandbekämpfung durch C-Schläuche am Verteiler angeschlossen werden. Das sind dann meistens Stahlrohre, die es in verschiedenen Arten und Größen gibt. Diesen Schritt lernst du im Detail im nächsten Lehrgang. Bis dahin ist deine Hauptaufgabe bei Einsätzen der Aufbau der Wasserversorgung, wie du es heute gelernt hast. Das war mein Teil. Okay. Heinz wird sich nun mit dir das TLF und die technische Hilfeleistung anschauen. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns. Aber wir hätten doch theoretisch eigentlich auch jetzt hier die Wasserversorgung richtig aufbauen können. Mit Strahlrohr und so weiter. Alles, was dazugehört, oder? Naja, gut. Kann es direkt weitergehen? Ja. Gut, wenn es nicht brennt, lautet die Einsatzart häufig technische Hilfeleistung. Diese Einsätze können sich sehr voneinander unterscheiden und erfordern dementsprechend auch sehr unterschiedliche Geräte. So wird für umgestürzte Bäume eine Kettensäge benötigt, natürlich mit der dazugehörigen Schnittschutzausrüstung, während für eine Türöffnung auch eine einfache Bohrmaschine oder ein Stemmeisen ausreicht. Da dir noch der entsprechende Lehrgang zum sicheren Umgang mit diesen Geräten fehlt, ist deine Hauptaufgabe bei solchen Einsätzen, diese Geräte zu holen und bereitzulegen, falls sie benötigt werden. Damit du weißt, wo sich diese Geräte auf dem TLF befinden, solltest du dich mit dem Fahrzeug vertraut machen. Zur Übung bringst du mir bitte mal die Kiste mit dem Akkubohrer und danach suchst du bitte das Halligan-Tool. Ich denke mal, der Bohrer liegt hier hinter. Bitte. Bitteschön. So. Lege den Gegenstand ab, hebe das Halligan-Tool auf. Okay. Liegt das hier ein bisschen besser drin? Ah, das sieht gut aus. Gleich gesichert. Bitteschön. Sehr schön. Schweres Gerät wie eine Kettensäge darfst du im Einsatz erst nach einem weiteren Lehrgang benutzen. Ja. Natürlich gibt es auch Geräte, die du ohne extra Lehrgang benutzen darfst. Zum Beispiel befinden sich im Dachkasten vom HLF ein Besen und ein Kehrblech, die zum Aufhegen von Bindemitteln nach dem Binden von Betriebsstoffen wie Benzin und Öl benutzt werden. Ein anderes Beispiel hältst du gerade in deinen Händen, das Halligan-Tool. Es wird in vielen Einsätzen benötigt. Es handelt sich dabei um eine spezielle Bauform einer Brechstange, welche einen Dorn, eine Klinge und einen Blechschneider besitzt. Es zeichnet sich durch seine vielen Einsatzmöglichkeiten aus, die meist dem Zweck dienen, sich ohne große, aufwendige Geräte schnell Zugang zu verschaffen. Probiere es doch mal direkt an unserer Übungstür hier aus. Eine Übungstür? Ach so, hat er gerade aufgestellt, okay. Wie du sehen konntest, ist es eine Leichtigkeit, mit dem Halligan-Tool eine Tür zu öffnen. Okay. Die Zeit, die wir damit sparen, rettet wortwörtlich Leben. Die letzte Gerätegruppe, mit der wir uns heute befassen werden, dient dem Schutz am Einsatzort. Das ist natürlich cool gemacht, ne? Gleich mit Anschaumaterialien. Damit Einsatzkräfte sicher und schnell arbeiten können, muss der Schutz am Einsatzort entsprechend gegeben sein. An Straßen ist eine der größten Gefahren der Verkehr. Um sich gegen diesen abzusichern, setzen wir hauptsächlich Verkehrsleitkegel, Warnlampen und Warndreiecke ein. Diese werden nach verschiedenen, in der Dienstvorschrift bestimmten Regeln auf die Straße gestellt, wobei sich diese Regeln je nach Straßenart ändern. Dies gehört von Anfang an zu deinem Verantwortungsbereich. Du solltest also wissen, wo diese Dinge auf dem Fahrzeug sind. Zur Übung holst du bitte mal die Verkehrsleitkegel und die Warnblitzleuchten und stellst sie auf. Gerne, machen wir. So, da sind sie schon. Irgendwo aufstellen oder? Ach, da vorne. Machen wir. Gerne. So, Weitwarn-Blitzleuchter. Das sind ja genau die hier. Die Weitwarn-Blitzer. Perfekt. Als letztes
ersten Punkt heute sprechen wir noch den Gefahrenbereich an. Dies ist der Bereich, in dem Gefahr für Menschen, Tiere und auch Schäden an der Umwelt oder Sachgegenständen droht. Im Gefahrenbereich gilt es immer, sich besonders umsichtig und vorsichtig zu bewegen. Zudem versuchen wir uns immer nur so kurz wie nötig im direkten Gefahrenbereich aufzuhalten. Denk immer daran, dein eigener Schutz und der deiner Kameraden hat höchste Priorität. Also die machen das richtig gut, ne? Die erklären wirklich Stück für Stück, Step by Step, alles Wichtige, was man wissen muss. So geil. So, da hier keine Gefahr mehr besteht, räumen wir jetzt alles wieder ein. Na los, pack mit an. Ach so. Gerne doch. Dann packen wir das gleich wieder direkt ins Fahrzeug rein. Ich dachte, ich brauche die Weitwarnblitzer noch irgendwie. So. Das sind erstmal die grobsten Sachen, die mir erklärt wurden. Das ist echt cool. Also ich freue mich wirklich auf die nächsten Folgen von dem Freiwilligen Feuerwehr DSC in Notruf 2. Also da habt ihr euch wirklich selbst übertroffen, Crynetic und Aerosoft. Wirklich richtig, richtig toll gemacht bis hierhin. Das war's auch schon mit den Grundlagen. Melde dich noch beim Schulungsleiter und sag ihm, dass wir fertig sind. Wir sehen uns beim nächsten Einsatz. Ach, und vergiss nicht, dich vorher wieder umzuziehen. Na, das mache ich, na klar. Ey, die sind ja so nett. So was von geil ist das. Ich fühle mich gerade richtig, als wäre ich in meiner eigenen Feuerwehr. Damals. Nur, dass die hier ein bisschen größer und moderner ist und viel mehr Fahrzeuge hat. So, ab zum Schulungsleiter. Ah, da bist du wieder. Ich habe zwischendurch mal rausgeguckt. Rainer und Heinz haben dir eine ganze Menge erzählt. Wir haben dich mit in die Alarmierungskette aufgenommen. Das bedeutet, du wirst ab jetzt zu Einsätzen mit alarmiert. Denk dran, im Einsatzfall vorsichtig zu fahren. Schließlich kannst du nur helfen, wenn du gesund und unversehrt hier ankommst. Bis zum nächsten Lehrgang und Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Gut heil! Gut heil! Ach, Leute. Das war echt herrlich. Das war richtig erfrischend. Mal was Neues hier in Notruf 2 zu sehen, zu spielen, zu machen. Jetzt gehe ich mit einem richtig tollen Gefühl nach Hause, steige in mein Auto ein, fahre in meine wunderschöne Wohnung. Das ist ja mal mega gut. Also ich bin richtig gehypt gerade von diesem DLC. Weil das einfach so viel Spaß und Laune macht zusammen. Das glaubt man gar nicht. Aha, guck mal, die Schranke geht automatisch auf. Das ist schon cool, also schönes Gelände, schöne Fahrzeuge vor allen Dingen. Schönes DLC und dafür ist es auch noch kostenlos. Das könnt ihr euch kostenlos downloaden, Leute. Wenn ihr Notruf 2 für den PC habt, gönnt euch auf jeden Fall dieses DLC. Das lohnt sich auf jeden Fall. Für alle, die natürlich sich für die Feuerwehr interessieren, die gerne mehr davon erfahren möchten, beziehungsweise wie die Feuerwehr eigentlich arbeitet, ist wirklich Notruf 2 das richtig gute Spiel dazu und das passende natürlich auch. Hier lernt man wirklich jetzt gerade so viele Sachen, gerade mit diesen DLC, mit den ganzen Ausbildungen, das ist wirklich schon was richtig, richtig Tolles. So, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt in der Wohnung bin? Kann ich was essen jetzt oder so? Oder ist das jetzt wie Sims? Dass wir jetzt erstmal uns ausruhen müssen. Ja, wir müssen uns wirklich hinlegen. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wir haben es doch gerade mal 9.53 Uhr. Was ist da los? Der nächste Tag. Aha, halte dich für eingehende Einsätze bereit. Aber Leute, ich würde jetzt erstmal sagen, bis jetzt der erste richtige Einsatz für uns kommt, mache ich jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns in alter Frische wieder in der nächsten Folge. Kommentiert gerne, wie euch dieses DLC gefällt und was ihr euch noch für die kommenden Videos bzw. Einsätze wünscht. Macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Ciao.